Hi, hier ist Daniel von Motiviert Studiert, dem Kanal, wo du die besten Lernstrategien bekommst, um bessere Noten zu bekommen, aber auch mehr Freizeit. Und heute zeige ich dir, wie du mit meinem Tool mehrere Prüfungen hintereinander meistern kannst. Vielleicht kennst du das auch. Du hast ganz viele Prüfungen und du fängst am Anfang an zu lernen. Du lernst, 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 aber nur für die erste Prüfung, die bestehst du gut, die zweite vielleicht noch ein bisschen und bei den letzten fällst du durch. Einfach, weil du viel zu viel Aufwand in die erste Klausur gesteckt hast. Damit dir das nicht passiert, habe ich ein Tool entwickelt, mit dem du genau berechnen kannst, wie viel Lernaufwand du pro Klausur investieren solltest. Und das zeige ich dir jetzt. Gehen wir direkt in die Excel-Tabelle rein und das Großartige hieran ist, ich habe so Bock, euch das zu erklären, weil ich denke, das wird euch mega nützen. Und als erstes ist zu sagen, okay, hier eine Tabelle, es gibt eine Legende, damit ihr wisst, was ihr hier einzutragen habt und es gibt eine Abbildung. Je nachdem, was ihr hier eintragt, verändert dann sozusagen die Werte hier drunter und natürlich auch die Abbildung. Es ist wirklich super einfach für dich gehalten. So, als erstes seht ihr, es gibt drei Prüfungen. Es gibt aber insgesamt vier, das sei jetzt mal vorweggenommen. Und ich erkläre euch das am vierten Beispiel, also in der vierten Klausur. Beispiel 4, zack, und sofort seht ihr hier Beispiel 4. Und jetzt müsst ihr hier noch die Werte eintragen. Es gibt immer 1, 2, 3 zu vergeben. Je nachdem, was für einen Wert ihr habt, könnt ihr hier sehen, was dafür jeweils steht. Stoffumfang ist der erste Wert, entweder gering, groß oder mittel. Und das ist immer im Vergleich zu den anderen Prüfungen. Hier beispielsweise musst du vielleicht ein ganzes Buch auswendig lernen. Hier vielleicht nur ein halbes und hier sind es einfach nur 150 Folien. Und dahingehend kannst du das so einschätzen. Und wir wissen jetzt, der Aufwand ist genauso groß wie in der Beispielprüfung Nummer 1. Das sind jetzt einfach nur mal fiktive Werte, damit ihr wisst, wie das jetzt alles durchgeht. Durchfallquote, ganz, ganz wichtig. Frag einfach einen Studi, der ein bisschen länger studiert hat. Frag einfach jemanden, der im letzten Jahr in deinem Schuljahr war und das alles schon absolviert hat. Der kann dir über die Schwierigkeit etwas aussagen. Durchfallquote wäre jetzt beispielsweise mega gering. Einfach nur eine 1. Genauso ist die Bedeutsamkeit der Note. Ist es auch wieder nicht so wichtig, bestehen reicht. Es gibt keine ECTS-Punkte. Eine 2 wäre beispielsweise 5 ECTS-Punkte und eine 3 wäre 10 ECTS-Punkte. Hier in dem Fall ist wieder eine Einführungsklausur, ist nicht relevant für deine Endnote. Kommen wir jetzt zum Abstand zur vorherigen Prüfung. Warum ist das so wichtig? Das ist mega wichtig, weil du dann die jeweiligen Tage vorher nur für die einzelne Prüfung widmen kannst. Wenn du da ziemlich wenig Tage hast, dann ist es unglaublich schwierig. Hast du da aber ganz viele Tage, ist es relativ einfach, dich auf die Prüfung vorzubereiten. Und oftmals ist es am Ende so, dass du eine Prüfung hast und du hast weniger als 3 Tage, also nur 2 oder 1 Tag dafür Zeit. Hier in dem Beispiel wären es beispielsweise am nächsten Tag, du hast die dritte Prüfung und die vierte kommt schon einen Tag darauf. Wenig Zeit zur Vorbereitung. Und das steigert natürlich immens deine Vorbereitungszeit hier vor, weil du ja hier gar nicht so viel machen kannst. Vielleicht fällt es dir sozusagen auch persönlich ziemlich leicht und dann kannst du das hier auch einsetzen. Und das hat nichts mit anderen Leuten zu tun, sondern nur mit dir ganz, ganz alleine. Fällt es dir eher leicht, mittelschwer oder schwer? Beispielsweise, wenn hier viel gerechnet wird und du kannst super gut rechnen, dann trag da eine 1 ein. Fällt es dir schwer oder richtig schwer zu rechnen und das kommt in dieser vierten Klausur dran, dann schreibst du hier eine 3 hin. So, jetzt haben wir das ausgefüllt. Wir sehen, es gibt jetzt hier 4 Beispiele und alle 3 Prüfungen sind relativ zueinander unterschiedlich gewichtet. Was heißt das? Beispiel 3, das ist die Hammerklausur. Hier stehen überall 3 drin und dadurch, dass ihr das von hier drüben immer die Farben mit drüber kopiert habt, seht ihr sofort, wo dann der Fisch wirklich vergraben ist. Und das ist in der Beispielprüfung 3. Die vierte Prüfung wird nur dadurch schwer, weil du wenig Vorbereitungszeit hast. Und hier siehst du im Vergleich zur ersten Prüfung, solltest du für die vierte Prüfung mehr Zeit zum Lernen verwenden, direkt vor der Prüfung, also vor dem Prüfungszeitraum an sich schon, weil es unglaublich wichtig ist, weil du das hier nicht mit berücksichtigen kannst, weil du nur einen Tag Zeit hast. 3
Hier seht ihr die Prozentzahl 39%. Du müsstest sozusagen dich doppelt so häufig oder doppelt so lang vorbereiten für die Prüfung wie für die andere. Die Prüfung 2 25% deiner Zeit und dann für Prüfung 1 17% deiner Zeit. Und das soll, diese einfache Tabelle ist wirklich selbsterklärend und ich denke, ihr kriegt das zu Hause einfach hin. Setzt die Sachen einfach ein und ihr bekommt einen Überblick und ihr vermeidet es wirklich, dann für die erste Klausur viel zu viel zu lernen, eine gute Note abzuräumen, aber dann für die folgenden Klausuren, die oftmals viel, viel wichtiger sind, da einfach den Überblick nicht mehr zu haben. Das vermeidet ihr definitiv. Und wenn ihr das Video dann nochmal anschaut oder wenn ihr dann für die nächste Klausur sozusagen das wieder erstellen wollt, könnt ihr das gerne machen. Aber damit ihr euch Zeit spart, habe ich euch hier unten drunter eine Anleitung geschrieben. Und diese Anleitung steht immer darunter, wenn ihr das bei uns auf der Webseite runterladet. Warum? Damit ihr euch das Video nicht so oft anschauen müsst, vor allem in der Lern Zeit habt ihr natürlich nicht so viel Muße, das zu tun, dann ist es besser, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu haben. Und das habe ich dann hier getan. Natürlich ist jetzt die Frage, wo bekommt ihr dieses Tool her? Bei uns ist das kostenlos und ihr kriegt es von unserer motiviertstudiert.de Seite. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Jetzt interessiert mich natürlich, wie du das gefunden hast. Mach's mit dem Daumen nach oben oder nach unten und kommentiere und sage, was dir zu dem Tool einfällt. Kannst du es verwenden oder nicht? Und als Dankeschön verlosen wir wieder zwei E-Books, die es normalerweise nur gibt, aber hier haben wir sie ausgedruckt an dich und die kannst du wunderbar verschenken oder selber behalten und alle sind signiert. Für all diejenigen, die sich die Mühe gemacht haben, einen Daumen zu geben und natürlich zu kommentieren. Und als Plus extra nochmal ist für all diejenigen, die jetzt unter drei Videos kommentieren, die können ein Privatcoaching bei mir gewinnen. Und ich freue mich darauf, wenn du das bist, dass wir uns telefonisch kennenlernen. Ich wünsche dir alles Gute, ich bin Daniel von Motiviert Studiert und hab einfach mega Freude am Lernen.